Eine Pokeball ist sehr gesund und eigentlich sollte das ja gar nicht so schwer sein, das selber zu machen, weil die sind ja immer verdammt teuer. Deswegen, für alle, die das interessiert, sollten jetzt dranbleiben. Die Basis für so eine Bowl bildet natürlich meistens der Reis. Und es gibt zwar so Alternativen mit Quinoa oder sowas, aber klassisch ist es wirklich, dass man Sushi-Reis dafür verwendet. Den habe ich hier, 250 Gramm. Und ganz wichtig, den waschen wir jetzt erstmal. Ganz wichtig bei dem Reis, so lange waschen, bis das Wasser, was unten drunter rauskommt, schön klar ist. Sollte man wirklich machen, weil es ist viel gesünder und der Reis schmeckt dann meistens auch besser. Und natürlich kaltes Wasser verwenden. Wenn wir das getan haben, geben wir den Reis komplett in einen großen Topf und geben die doppelte Menge Wasser hinzu. Auch wieder kaltes und ohne Salz. Und bringen das Ganze zum Kochen. Wenn der Reis einmal aufgekocht ist, drehen wir ihn etwas runter. Ich mache jetzt mal so Stufe 4, mache einen Deckel drauf und lassen das Ganze 15 Minuten lang köcheln, bis das komplette Wasser aufgenommen wird. Vom Mengenverhältnis sagt man bei Sushi-Reis immer ein Teil Reis und zwei Teile Wasser. Deswegen in dem Fall 250 Gramm Reis und 500 Milliliter Wasser dazugeben. Macht das wirklich genau, weil sonst kann es sein, wenn ihr zu viel Wasser dazugibt, dass der Reis sehr matschig wird oder wenn ihr zu wenig dazugibt, dass der Reis sehr fest wird und dann nicht so lecker schmeckt. Salz oder Essig solltet ihr auf keinen Fall vorher hinzugeben, weil das verlängert die Kochzeit des Reises. Ich würze den hinterher immer so ein bisschen mit Essig, und leicht süß-salzig, aber das auf jeden Fall erst nach dem Kochen. Um die Wartezeit für den Reis zu nutzen, beschäftigen wir uns schon mal mit unserem Fisch. Wir haben hier einmal einen schönen Thunfisch in Sashimi-Qualität und einen Lachs. Den schneiden wir jetzt in schöne Würfel und marinieren den dann ein bisschen. Als erstes gucken wir uns den an, ob hier irgendwie so ein paar unschöne Stellen sind. Dann würden wir die wegschneiden. Sieht aber sehr gut aus, können wir so im Ganzen benutzen und einfach in grobe Würfel schneiden. Das gleiche machen wir auch mit dem Lachs. Dann nehmen wir hier dieses Weiße so ein bisschen weg und natürlich die Haut auch, schmeckt roh nicht so gut. Dabei solltet ihr immer darauf achten, dass keine Schuppen von dem Lachs mit ins Fleisch kommen. Deswegen das Brett schön ordentlich sauber machen, weil die schmecken nicht so lecker. Dann schneiden wir den Lachs auch in feine Würfel. Den Fisch würde ich etwas angaren, deswegen geben wir den jetzt in eine Schüssel und beträufeln diesen dann mit Zitronensaft. Zitrone vorher wieder gut rollen, dass der Saft rauskommt. Und dann schön drüber geben. Dann mengen wir das Ganze ein bisschen durch und lassen es ein bisschen stehen. Dann nehmen wir unsere Gurken. Ich habe in dem Fall hier so eine Mini-Gurke, ihr könnt aber auch eine ganz normale nehmen. Diese schneiden wir dann in schöne Würfel, damit hinterher alles so schön gleichmäßig essbar ist. Also die Mango schneiden wir auch in gleichmäßige Würfel, so wie im Prinzip alles. Falls ihr da einen Lifehack habt oder irgendeinen Tipp, schreibt es in die Kommentare. Ich schneide die ganze mal oben und unten ab, schäle die und schneide die in Würfel. Und ja, ich schäle mit einem Messer, da natürlich sehr sparsam die Schale runterschneiden. Eine Mango sollte danach immer noch rund sein, nicht eckig. Auch ein kleiner Tipp. Eine Mango sollte eigentlich rot-gelb sein, dann ist die richtig reif, nicht grün. Die habe ich jetzt eine Woche im Kühlschrank liegen gehabt und die hat die perfekte Farbe. So, ist nicht mehr viel dran und den Rest schneiden wir jetzt in schöne feine Würfel. Okay, unser Reis ist fertig. Ich habe gerade mal probiert. Ist schön klebrig. Wichtig ist, der muss jetzt kalt sein. Jetzt nehmen wir den Reis, geben den hier in die Schüssel. Wie gesagt, der ist noch warm. Jetzt könnte man den Reis auch einfach so verwenden, aber wir wollen den ja richtig lecker haben. Und jetzt nehmen wir unseren Mirin Sushi-Essig. Da gibt es verschiedene Sorten. Müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren. Es gibt welche, die sind einfach nur sauer, also ein reiner Reisessig. Schmeckt dann ähnlich wie so ein weißer Balsamico oder sowas. Es gibt aber auch welche, da ist schon ein bisschen was Süßes drin. Haben wir hier Sweet, also da ist dann meistens Zucker mit drin. Oder Glukosesirup, ist aber im Prinzip nichts anderes. Und damit würzen wir das Ganze. Deswegen probiert das mal, wenn das zu süß ist oder zu sauer, müsst ihr ein bisschen was dazugeben. Ihr könnt euch auch einfach Glukosesirup selber herstellen, also einfach Zucker mit Wasser, um das Ganze zu süßen. Ich gebe das jetzt ein bisschen hier dran. Und dann, weil wir den Reis ja vorher nicht salzen konnten, gebe ich jetzt noch ein bisschen Salz dazu. Nicht viel. Und dann mengen wir das Ganze ordentlich durch. Probieren noch einmal kurz, ob es auch süß
genug ist oder beziehungsweise sauer genug. Wird tatsächlich noch ein bisschen was davon dran gehen. Ne, also einfach wirklich probieren, ist das Ganze lecker. Okay, wenn es schmeckt, einfach in den Kühlschrank geben oder irgendwo stehen lassen zum Abkühlen. Aber der muss wirklich kalt sein. Reis steht im Tiefkühler ganz kurz, damit er schon mal runterkühlt. Jetzt kümmern wir uns um unsere Avocado. Und die schneiden wir natürlich auch in schöne feine Würfel. Ja, dann machen wir so ein bisschen die Mad Eagle Technik. Unser Gemüse ist soweit erstmal geschnibbelt. Jetzt kümmern wir uns um unsere Soße, also beziehungsweise um ein leckeres Dressing zu der Poke Bowl. Und dann nehme ich ganz gerne ein bisschen Ingwer, Chili, Knoblauch. Das schneiden wir jetzt alles erstmal klein und rösten es danach mit etwas Erdnussöl an. Und dann kommt es in unser Dressing. Nehmen uns einen kleinen Topf oder eine kleine Pfanne, etwas Erdnussöl. Schmeckt natürlich auch besonders gut. Wenn ihr das nicht zur Hand habt, könnt ihr natürlich auch einfach Raps nehmen. Wirklich ordentlich was in den Topf. Topf heiß werden lassen. Und dann schon alles hinein. Okay, das lassen wir noch einen Moment abkühlen. In der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Zuckerschoten schneiden. Die meisten Leute denken, dass man die nicht roh essen könnte. Kann man aber. Schmeckt sogar sehr gut. Man sollte darauf gucken, dass die schön knackig sind. Und wenn die hinten so ein bisschen holzig sind, dann schneiden wir das ab. Deswegen mache ich das folgendermaßen. Schneide einfach die Spitze ab. Und dann schneide ich die auch wieder in so schöne kleine Stückchen. Wer die nicht so roh mag, ich kann die auch einfach einmal ganz kurz in Salzwasser blanchieren, aber ich finde die super lecker, einfach roh. Und ist vielleicht mal so eine Alternative zu Edamame. Ich habe hier schon ein bisschen mittelscharfen Senf drin, einen Teelöffel. Den benutzen wir für den Geschmack auch so ein bisschen, aber wie bei jedem klassischen Salatdressing bindet der sehr gut Wasser und Öl oder Essig und Öl. Ne? Deswegen immer ein bisschen Senf da rein. Jetzt nehmen wir hier unser angeröstetes Knoblauch-Chili-Ingwer-Mischung, geben die dazu. Nur achtet darauf, dass es ein bisschen abgekühlt ist, dass es nicht komplett heiß reinkommt. Dann nehmen wir unseren Reisessig, ne, also den süßen wieder, ein bisschen. So, und dann nehme ich jetzt hier einfach ganz normalen Balsamico Bianco. Ihr könnt halt auch Reisessig nehmen nur. Ne, achtet darauf, dass es nicht zu süß wird. Dann habe ich mir hier so eine schöne Sesampaste gekauft. Die ist in dem Fall relativ süß. Da gebe ich mal einen Löffel von rein. Oder noch einen zweiten. Und unser Sesamöl, ne? Schön geröstetes, dunkles. Riecht toll. Etwas Salz. Und etwas Sojasauce könnt ihr auch noch dazugeben. Aufpassen, wird halt auch sehr salzig. Dann pürieren wir die ganze Geschichte. So, Konsistenz ist gut. Wenn das jetzt noch zu dünn wäre, dann könnt ihr entweder was von der Sesampaste noch reingeben oder ein bisschen Erdnussöl beim Pürieren drunter laufen lassen. Ne? Ihr kennt das aus meinem Vinaigrette-Video. Je mehr Öl ihr reingibt, umso fester wird das. Jetzt probiere ich mal, ob das Ganze lecker ist. Oder ob vielleicht noch ein bisschen Süße, Salz oder Säure fehlt. Ja, ist ein bisschen scharf. Aber ansonsten schon sehr, sehr geil. Passt auch mit der Piri-Piri. Ihr müsst auch gar keine Chili da rein tun. Ich finde das immer ganz schön, wenn das schön scharf ist. Aber ich würde es genauso lassen. Ja, schöne Konsistenz. Perfekt. Und die könnt ihr euch auch super abfüllen und in ein kleines Fläschchen. Dann habt ihr diesen ganzen Aufwand nicht jedes Mal. Ne? Kocht euch den Reis vor, macht euch die Soße fertig. Die ist im Kühlschrank mindestens eine Woche haltbar. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit haben wir diese ganzen Sachen hier in Form und Farbe gebracht. Sieht auch alles sehr schön aus. Der Fisch ist schon wirklich weitergegart. Man sieht das hier sehr deutlich. Und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch in unsere Bowl bringen. Was ihr dann natürlich für einen Teller oder Schüssel nimmt, sei euch überlassen. Den Reis füllen wir dann schon mal unten rein. Der bildet ja so die Grundlage unserer Bowl. Ja, ich mache jetzt erstmal eine kleine Portion, ein bisschen was rein. Dann nehmen wir das Wichtigste, unseren Fisch. An den gebe ich jetzt noch eine kleine Prise Salz. Wirklich immer erst ganz zum Schluss. Ja, Salz und Zitrone passt immer gut zusammen. Den geben wir dann hier so ein bisschen mit drauf. Dann unsere Avocado. Die Zuckerschoten. Gurke und etwas Mango.
Dann nehmen wir noch etwas Frühlingszwiebel, so ein bisschen dekorativ, oben drüber. Und natürlich darf der Koriander nicht fehlen. Jetzt zupfe ich wirklich einfach die Blätter so lose ab. Gebe den in die Mitte drauf. Jetzt kommt unsere Soße. Ja, sollte eine schöne Konsistenz haben. Und noch ein paar schwarze Sesamkörner. Fertig ist unsere Poke Bowl. Ihr habt gesehen, es ist ein bisschen aufwendig, aber wenn man sich gewisse Sachen vorbereitet, wie zum Beispiel die Soße und den Reis, dann geht das ganz schnell. Und man kann natürlich auch in den Zutaten so ein bisschen variieren. Man kann es auch vegetarisch machen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Ich werde das jetzt essen. Bis dahin. Euer Sven. Sieht schon ganz geil aus, ne?